So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich mit der nächsten Aufgabe. Füge Gegnern Schaden mit Spitzhacken zu. Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich probiere jetzt gleich erstmal eine aus, aber vorweg, was Gutes für euch: Ihr habt wieder die Chance, den Skin zu gewinnen, beziehungsweise an der Verlosung teilzunehmen. Nämlich am Sonntag um 15 Uhr werde ich definitiv einen Skin verlosen. Nicht irgendeinen, sondern ihr könnt euch einen aussuchen aus dem jetzigen Shop dann. Also nicht der heute kommt, sondern der am Sonntag dann da ist. Also da auf jeden Fall dann um 15 Uhr vorbeigucken. Und warum mache ich das Ganze? Erstens, ich habe ja von durch, also nicht wegen euch, sondern wirklich durch euch den Creator-Code bekommen. Und natürlich jetzt die richtige YouTube-Partnerschaft, wo ich halt wirklich auch mit YouTube Geld verdienen kann. Und das ist halt einfach nur so ein kleines Dankeschön, weil das Ganze wäre halt logischerweise durch euch nicht möglich gewesen. So, aber vorweg, gerne mir eine Freundschaftsanfrage schicken, so wie der P. Winter 2013 das gemacht hat, nämlich einfach an YT-FamilyHack. Genauso wie auch der Creator-Code ist, also eigentlich ganz einfach. So, wie ihr wisst, Freundschaftsanfrage an sich selber schicken geht nicht. Warum sollt ihr das machen? Hat einen ganz einfachen Grund. Nämlich, wenn ich jetzt in den iTunes-Shop gehe und will ein Geschenk verschenken, als Geschenk kaufen, kann ich das hier machen, da machen, da machen, da machen. Bei vier Leuten. So, hier wäre es kein Problem. Aber wir scrollen einfach mal runter. Na komm, wir suchen einen. Da haben wir schon einen. Jouofla07 kann erst in einem Tag. Ihr seht, ich kann ihm kein Geschenk schicken. Hier ist es möglich, da ist es möglich, hier aber nicht. Warum ist das so? Weil wir noch nicht lange genug befreundet sind. Nämlich, man muss 48 Stunden miteinander befreundet sein, damit man Geschenke empfangen kann, beziehungsweise sich selbst rüberschicken kann. Ne, falsch ausgedrückt, nicht sich selbst, sondern dass ich einem ein Geschenk schicken kann, der auf der Freundesliste ist. So. Weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme von Epic, falls einer euren Account hackt, weil in der Regel die Aktiven werden das ziemlich schnell merken, dass der Account gehackt wurde und das ist einfach nur ein Sicherheitsmechanismus. So, dann mit dem Creator-Code gerne, wie gesagt, hier unten rechts unterstütze einen Creator, da gerne meinen Creator-Code eingeben, weil ganz einfache Rechnung. Ich habe ja immer gesagt von Anfang an, wenn ich von euch natürlich was bekomme, bekommt ihr es auch wieder teilweise zurück. Ist ganz einfach, ist einfach nur ein kleines Dankeschön, deshalb am Sonntag halt auch dieses Gewinnspiel. So, hier YT-FamilyHack, dann auf Annehmen, täglich machen, weil alle 2 Wochen wird das Ganze rausgelöscht. So, jetzt gehen wir mal rein in die Aufgabe. Wir machen das mit den Spitzhacken, probieren das Ganze erstmal solo. Warum Solo? Weil im Solo-Modus natürlich auch Bots sind. Deshalb werden wir jetzt versuchen, einfach ein Stück weiter wegzufliegen und hoffen, dass ein Bot mit uns fliegt. Und versuchen, den halt dann mit der Spitzhacke wegzuholen. Kann natürlich auch in die Hose gehen, dann werden wir was anderes probieren, nämlich den Duo- oder Team-Modus. Und da auch einfach einem hinterherfliegen. Weil, wenn du natürlich ein Ich sage jetzt einfach mal ein Bot, du triffst, einfach knocken, dann mit der Spitzhacke fertig machen und schon hast du es geschafft. Aber wir probieren das Ganze jetzt einfach erstmal im Solo-Modus, mal gucken, ob es funktioniert, so wie ich es mir gedacht habe und auch manche im Livestream mir gesagt haben. Nämlich einfach hinterherfliegen, die meisten gehen eh auf Kisten und dann halt mit der Spitzhacke zuschlagen. Wenn wir den Kill machen, haben wir nämlich erstens den Kill. Und haben eine Kiste, also quasi doppelt gewonnen. Aber mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wenn du die Glocke aktiviert hast, da ich einen Livestream jetzt gerade an habe. Nämlich, ich mache die Aufgaben und habe gleichzeitig einen Livestream an, dass ihr einfach mal so mitbekommt, wie ich die ganzen Aufgaben mache. So, wo landen wir denn jetzt? Weil es dürfen natürlich auch nicht zu viele landen. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Wo lande ich hier? Lazy Lake ist Aufgabe. Hier werden auch viele landen. Ich glaube, ich springe echt direkt raus. Und versuche da direkt mir einen zu holen. Weil die anderen Spots sind eigentlich alle mit Aufgaben belastet. Das heißt, da werden auch viele echte Spieler sein. Ich glaube, ich bin aber zu spät rausgesprungen. Ich suche nämlich gerade noch einen Gegner.
Ah, hier kommen sie. Ah, hier. Wir fliegen einfach mal den Blauen hier hinterher. Gucken, wo er landen will. Ah, lenken darf es natürlich ja nicht. Nein, das war mein Plan. Zack. Genau so kann es halt dann ablaufen. Und zack, Aufgabe gemacht. Also ich sag ja, so kann es halt wirklich funktionieren. Oh, und Level 100. Ihr seid auch noch im Video dabei, wenn ich Level 100 erreiche. Kriege ich hier noch einen weg? Aber da ist, glaube ich, irgendwo noch ein Bot. Ich höre doch einen hier rumhauen wie ein Dummi. Oh, was das am Lecken ist. Okay, das würde ich behaupten, war kein Bot. Der war nämlich ein bisschen zu schnell. So, wie ihr seht, füge Gegnern Schaden mit Spitzhacken zu. Ist nicht schwer, hat aber natürlich auch mit Glück zu tun. Das ist klar. Medaillen heute auch geschafft. Den Tipp kann ich euch übrigens auch geben. Wenn ihr wirklich schnell leveln wollt, holt die Tagesmedaillen mit. Spielt eine Runde Gruppenkeime, macht mit verschiedenen Waffen Schaden. Und so bekommt ihr nämlich auch die Levelanzeige ziemlich schnell hin. So, hier gehen wir jetzt erstmal raus. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, gleich Likezeit, Kommentierzeit. Und wenn ich dir mit der Aufgabe, wie gesagt, schon helfen konnte, gerne auch da mal ein Abo raushauen. Kostet in dem Fall ja nichts. So, wie ihr seht, Level 100. Mal gucken, weil mir wurde nämlich eben im Stream gesagt, dass es da weitere Aufgaben gibt. Das interessiert mich natürlich auch und ich hole ich jetzt einfach mal direkt mit, weil den Skin werde ich definitiv direkt benutzen. Auch wenn ich hier den Skin geschenkt bekommen habe, aber der Skin, Level 100 Skin, muss einfach direkt in die nächste Runde bzw. ins nächste Video rein. Was für Stile hat der denn? Ah, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Lol. So. Was haben wir jetzt hier für Aufgaben? Also ich persönlich sehe jetzt hier nichts. Ach doch, hier ist es. Verschmolzen. Sein und den letzten 5 trag ein Teammitglied aus dem Sturm. Belebe ein Teammitglied wieder oder führe eine Neustart mit ihm durch. Hilf einem Teammitglied bei Eliminierung in verschiedenen Matches. Zerstöre Gebäude von gegnerischen Spielern. Sei in Solo-Matches und in den letzten 10. Also insgesamt dreimal, wirf einen Gegner und sorge dafür, dass er Fallschaden erleidet. Oh je. Eliminiere einen Gegner in verschiedenen Matches. Also ich würde behaupten, die Aufgaben sind eigentlich alle ziemlich gut machbar. Und die Skins bekommt man XEV. XEV sind die 4 Aufgaben. Dann bekommt man schon den weißen Skin. Den schwarzen Skin mit Maske bekommt man. Fex-Maske sind auch 4 Stück. Also eigentlich ist das ziemlich einfach alles. Außer halt für manche sei in Du- oder Team-Matches unter den letzten 5. Aber da kann ich dir halt auch den Tipp geben, komm einfach bei mir im Stream rein und vielleicht können wir es sogar zusammen machen. Also einfach mal reinschreiben, hör mal, kann mir einer helfen, ich muss so und so. Ich denke mal, da wird sich einer finden. Gerade unsere Mods, die helfen da gerne weiter, weil ich natürlich auch nicht mit jedem spielen kann. Und da sind halt einige dabei, die haben eh gerade nichts zu tun. Und wenn man euch helfen kann, ist das kein Problem. Dann bekommen wir bestimmt den passenden Spielpartner für dich hin. Und da dürfte das eigentlich dann auch kein Problem mehr sein. Und ein Teammitglied aus dem Sturm tragen ist natürlich, das ist natürlich wieder was anderes. Aber da kann man auch eigentlich einen ziemlich leichten Trick machen. Nämlich einfach sich hochbauen, fallen lassen, so dass man genockt ist. Wenn die Zone schon kommt, dann trägt der andere den anderen und so hat man die Aufgabe eigentlich auch gemacht. So, was haben wir noch? Ja gut, wiederbeleben, da muss man halt im Team oder Duo spielen, ist klar. Dann, da, ja, Assists hat man eigentlich, wenn man eine relativ gute Runde hat, auch ziemlich schnell. Zerstöre Gebäude von gegnerischen Spielern, da kann man eigentlich in Gruppenkeile reingehen. Dann Solo-Matches, das ist eigentlich was, was alleine kommt. Und wirf einen Gegner und sorge dafür, dass er Fallschaden erleidet.
Kann man eigentlich auch ziemlich simpel machen. Du, einer knockt den anderen, gerade jetzt, wenn die Bots drin sind, eine Rampe gebaut, hochgegangen mit dem und schmeißt den dann halt von der Rampe runter. Aber mal gucken, vielleicht mache ich jetzt nur was extra, aber ich glaube, da ich jetzt die Aufgaben mache, wird da sich viel von alleine schon erledigen und schau mal einfach mal. Aber ich denke mal, das ist machbar. So, dann war es das erstmal jetzt hier mit dem Video. Wie gesagt, gern Creator-Code eintragen, Freundschaftsanfrage verschicken und sei am Sonntag um 15 Uhr da. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mal hier wieder mit der Aufgabe und haut.